Hi, ich habe hier zwei Funko Pop Figuren und ich wollte normalerweise mit diesen Figuren nicht anfangen zu sammeln, denn ich glaube, diese Figurenreihe der Funko Pops hat eben kein Ende. Und dann ist es passiert. Dann habe ich Nummer 5 und 4, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist oder ob es dann nochmal eine andere Reihenfolge gibt, keine Ahnung. Diese zwei Funko Pop Figuren haben es mir dann doch angetan. Es ist einmal Leonardo von den Ninja Turtles und dann ist es einmal Wolverine von X-Men Marvel Figur und hier Nickelodeon von der Sendung, von der Serie, die noch läuft, nehme ich an, auf Nickelodeon. Genau, das sind die großen Funko-Pop-Figuren. Ich habe aber noch größere gesehen und auch noch kleinere, aber da kennt ihr euch bestimmt besser aus. Ich bin da, das ist komplett Neuland für mich. Die sahen einfach irgendwie putzig aus, waren da, waren gerade im Angebot und dann ist es passiert. Hier sehe ich gerade, dass Iron Man Nummer 4 hat. Dann ist das wohl eine andere Zahlenreihe. Und bei den Turtles, die anderen habe ich jetzt nicht zu kaufen gesehen, haben die aber auch nochmal Leonardo die 4, Donatello die 5, Raffaele die 6, Michelangelo 7, Shredder und Foot Ninja. Ja, dann haben die alle wohl ihre eigenen Nummern. So. Die Funko Pop Figuren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die wirklich als Actionfigur durchgehen. Nicht wegen der Größe, aber der hier zum Beispiel hat so einen Wackelkopf. Und das stelle ich mir sehr witzig vor, wenn er bei mir im Auto vorne so steht und dann immer drum wackelt. Das steht zwar schon zweimal, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Platz bekommen. Also die Figur ist so an sich, würde ich sagen, sehr schlicht. Ja, bemalt. Und hier ist so eine, ja, so eine Funktion, dass der Kopf halt wackelt. Beweglich an Händen, Körper oder sonstige Teile geht nicht, sind nicht vorhanden. Es ist wirklich nur der Kopf, der sich bewegt. Und ja, der kann links und rechts sich bewegen. Ich weiß gar nicht, wie das gedacht ist, ob die wirklich auch fürs Auto vielleicht sind. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo stellt ihr euch diese Figuren hin? Einfach ins Regal? Also ich stelle mir das im Auto witzig vor, deswegen probiere ich es mal. Gucken, wie wir ihn befestigen. Mit doppelseitigem Tesafilm und dann steht er da vorne. Da wird er bestimmt einen schönen Platz finden oder auf der Waschmaschine. Ja, witzig. Ja, Wolverine gefällt mir ganz gut. Gerade in diesem klassischen gelben Anzug. Ich weiß nicht, ob es ihm auch ja, in anderen Outfits, so mit Jeans und Hemd gibt. Vielleicht, ich weiß gar nicht, aber ich habe nur gesehen, dass es wirklich sehr, sehr viele Funko Pop-Figuren gibt in allen verschiedenen Größen. Und hier hätten wir Leonardo. Und der hier ist verpixelt. Es gibt die Turtles auch normal, aber die kriegt man nicht mehr. Also nicht mehr so einfach. Ich habe sie nicht gefunden. Und das ist ganz witzig. Die gab es auch bei MediaMarkt und so eine Aktion. Ich sehe aber gerade, hier sind so wie Kleberreste. Das ist nicht so witzig. Vielleicht kriegen wir die noch weg. Ja, das ist witzig. Das ist ein Ninja Turtle in verpixelter Form. Man erkennt aber noch gut, gerade vom Weiten, dass hier ist der Panzer. Und die Hände und der Kopf, der ist auch schwerer. Cool. Ich meine, der ist ein bisschen schwerer. Wie sieht aus, als wenn ich ihn so aus Lego-Teilen irgendwie gebaut hätte. Gefällt mir ganz gut.
Die Farben gefallen mir ganz gut. Also gefällt mir richtig gut so die Proportionen. Ist auch ganz putzig mit dem großen Kopf. Ja, schade, dass es die anderen nicht gab. Jetzt habe ich leider nur einen Turtle. Vielleicht findet man ja noch den einen oder anderen. Er fühlt sich gut an, er gefällt mir, erinnert mich so ein bisschen an so ein Spiel. Nintendo-Spiel oder Gameboy-Spiel. Finde ich richtig klasse. Also das Verpixelte gefällt mir sogar ein Stück mehr als hier so das Glatte, weil der Wolverine hat hier ein bisschen anderen Farbton als hier oben. Aber das Matte gefällt mir wiederum hier sehr gut. Ja, es sind zwei witzige, interessante Funko-Pop-Figuren. Das sind hier auch meine ersten großen oder mittleren Funko-Pop. Ich habe hier noch die kleinen. Die sind irgendwie auch Funko. Steht da drauf. Ich blicke da noch nicht ganz so durch. Da muss ich mich noch ein bisschen durchklicken, durchschauen. Aber der Turtle sieht richtig klasse aus. Der fühlt sich auch klasse an. Mal was anderes. Gefällt mir richtig gut. Die sind übrigens nicht beweglich. Nee, weder, ups, weder Kopf noch hier irgendwas. Nicht, dass hier wieder was bricht. Ich glaube, ich lasse das mal. Nee, also keins der Funko Pop Figuren ist beweglich. Die kommen in den kleinen putzigen Karton. Ich habe schon gehört, dass man die Kartons aufbewahrt. Das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Sonst habe ich am Ende zu viele Kartons. Ja, die Funktion ist auch witzig. Vielleicht kommt noch die eine oder andere Figur dazu. Kann ich nicht genau sagen. Kann immer mal passieren. Ansonsten freue ich mich, dass ich auch mal Funko Pop Figuren oder Funko Pop Figuren habe. Und ja, mal eine witzige Sache. Dann werde ich noch einen netten Platz für die finden und vielleicht noch die drei weiteren Turtles, das wäre klasse. Und bis dahin würde ich sagen, oder bis zur nächsten Funko-Pop-Figur, würde ich mal sagen, bis dann, bye bye.